Wir haben uns getroffen, um rauszufinden, wie man dich formuliert auf einen Song. Eigentlich hast du ein Bild gemalt von mir. Aber genau. Nur du hast es aus dem Mund rausgelassen. Wie ein Porträt. Genau. Du hast dich hingestellt, ich habe gemalt. Wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Schön, dich zu sehen, Bruder. Alles gut? Wie geht's dir? Alles gut, Bruder. Wallah, mashallah, du arbeitest schon. Ich arbeite schon. Guten Tag, mein Name ist Ilyas Embarek. Ich bin bekannt aus Fuck You Goethe und wie hieß diese andere Serie? Ja, ich bin Kila Ramadan, ich bin Schauspieler und habe jetzt auch Regie gemacht und bin Kreuzberger Neuköllner Junge. Hey, ich bin Julian Otto aus Bietigheim, besser bekannt als Bowser und ich mache Musik. Also was mich heute hier erwartet, weiß ich gar nicht, weil ich bin bei so einem Projekten immer sehr, sehr spontan und sehr abenteuermäßig drauf, dass ich sage, ich lasse mal auf mich zukommen so. Ich bin jemand, der gut antworten kann und sehr gut Sachen realisieren kann im Moment. Und deswegen freue ich mich drauf, was heute passiert. Ich weiß so ein bisschen, was passieren kann. Ich treffe einen großartigen Künstler, der so großartig ist wie ich. Und dann wird da bestimmt ein gutes Ding draus. Ich glaube, mich erwartet ein sehr spannendes Gespräch mit einem der renommiertesten und besten Schauspieler Deutschlands. Geil, Bruder, Wallah, schön. Herzlich willkommen. Danke, Bro. Setz dich gerne. Was magst du trinken? Cappuccino. Cappuccino? Ja. Mach ich dir. Krasses Studio, Mann. Ja, vielen Dank. Dein erstes Studio war bestimmt so Keller mal Keller, sowas. Ja, im besten Fall. Keller wäre ein Kompliment gewesen dafür. Aber so hat jeder angefangen, oder? So hat jeder angefangen. Im Kleiderschrank, als Booth. Genau, vom Bauhaus diese Dinger geholt, diese Schaumstoffdinger. Ja, nee, das war der zweite. Ach so. Das war das zweite Studio. Okay. Im ersten waren diese Eierkartons. Okay, stimmt. Ja. Und dann ein Mikrofon so. Ja, ein scheiß Mikrofon aber. Ich kenne das, Bruder. Ich war immer früher so mit Freunden, die Musik gemacht haben. Jack Austin, kennst du Jack Austin? Ja, taktlos? Ja, ich bin klar. Mit denen aufgewachsen. Klar. Okay. Das ist richtig alte Schule, kalte Dusche. Ja, ich war da mit denen immer mal auf Tour und habe dann deren Merchen verkauft, diese ganzen Klamotten von taktlos. Ja. Und der hat immer alles abgezählt, dieser Wichser. Der war so ein Geier, Digga. Und am Ende hat der bei der Kinotour meine Sachen verkauft. Ja, ich das Blatt gewendet. Ja. Das war auch diese Savage-Zeit, ne? Hm. Royal Bunker-Zeit. Genau, Royal Bunker war das. Ja. Da haben wir mal gechillt. Da warst du dabei, ja? Ich bin mit denen aufgewachsen, mit Nico, Jack Austin und taktlos. Und dann haben wir uns verloren und jetzt sind wir wieder gut befreundet. Ja. Aber guter Junge, ist eine andere Art Musik aber, ne? Ganz andere Musik, ja. Sowas kann man heute gar nicht mehr machen. Heute wird man sofort gecancelt, wenn man sowas in die Richtung. Ich habe so Kassetten verkauft. Ja, kennt auch keiner mehr. Gib mal einem 12-Jährigen jetzt eine Kassette. Auch eine CD kennt keiner mehr. Nicht mal CD kennt die. Ja, ich geb dir das einfach so. Magst du Zucker dazu? Nee, gar nicht, Bruder. Ich bin einfach so? Ich bin Diabetiker. Oh. Ich habe mich 15 Jahre scheiße ernährt. Na, kommt irgendwann alles zurück, ne? Kommt alles zurück, Bruder. Aber jetzt gut, seitdem ich Diabetiker bin, weiß ich, dass ich gesünder leben muss. Und seitdem geht's mir besser. Also die Zuckerkrankheit hat mir eigentlich geholfen, um gesund zu leben. Ja, schlechte Nachrichten helfen immer einem irgendwie. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch gerade eben eine E-Mail bekommen. Ich war vor 2 Wochen am Wochenende mit meinem guten Freund Rin und meinen ganzen Freunden, Junggesellenabschied feiern von einem Freund von uns. Da haben wir uns ein Haus gemietet in Frankreich, haben da böse auf die Kacke gehauen. Ich habe jetzt 2 Wochen alle E-Mails erstmal ignoriert. Und gerade habe ich gedacht, komm, ich mach mal eine auf. Und jetzt kam raus, die wollen 7.000 Euro von mir, Schadensersatz. Scheiße, ich kenne dich auch immer. Vielleicht lerne ich was draus, vielleicht auch nicht, mal sehen. Ja, auf jeden Fall schön, dass du da bist. Ja, danke, Bruder. Ehrlich. Ich setz mich mal zu dir. Komm, Bro. Also die meisten kennen dich von 4 Blocks. Ja. Das ist ja erst ein paar Jahre alt. Ja, von 2017, glaube ich, kam das raus. Aber du hast schon sehr viele Jahre davor diese Sache gemacht, die du machst. Ich habe so viel gedreht, aber ich habe nie Presse gemacht. Ich hatte keinen Bock, damit so mein Familiending weg ist. Ich habe eigentlich vor 4 Blocks mega Erfolg gehabt, aber keiner wusste das. Oder? Bei mir war es ähnlich. Das war auch mein Punkt. Ich habe dann gemerkt, als ich deine Filmografie durchgeschaut habe, da gibt es sogar Filme, die sind schon ganz alt, aber ich kenne die sogar. Ja. Ich wusste gar nicht, dass ich die kenne. Ich habe mich dann wieder daran erinnert, als ich recherchiert habe. Ich kenne die Filme. Mir ist aber zum Beispiel nicht aufgefallen, dass du da mitgespielt hast. Weißt du, wieso zum Beispiel? Bei Kebab Connection hast du keinen Bart. Ja, genau. Da war ich noch sehr jung.
Weil ich knallhart auch nicht. Und knallhart war einer der erfolgreichsten Filme. Ja, da war ich nominiert hoch und runter als bester Nebendarsteller. Mhm. Aber ich habe komplett die Presse abgelehnt. Ich wollte gar keine Presse geben. Und irgendwann kamst du nicht mehr dran vorbei bei Filmblock. Wie lange hat das dann gebraucht, bis du gesagt hast, okay, ich bin jetzt so da angekommen. Also nicht nur als Schauspieler in dem Beruf, sondern wo auch die einen anerkannt haben. Das war für die Anerkennung und auch für zum Beispiel so Sachen wie das Finanzielle. Ne? Das spielt also auch immer eine Rolle. Guck mal, wenn dich jemand fragt, was bist du, dann sagst du, du bist Schauspieler, ja. Aber Bruder, ein Elektriker ist ein Elektriker, so, der verdient sein Geld damit. Aber ein Schauspieler, Bruder, kannst du nicht einfach sagen, du bist Schauspieler, bis du einen gewissen Punkt hast, wo du deine Familie mit ernährst. So. Das war immer ein Problem. So. Ich wusste nicht, ob ich sagen soll, ich bin Schauspieler. Und nach der ersten Staffel 4 Blocks, Bruder, kann ich ehrlich ins Spiegel gucken und sagen, das ist jetzt mein Beruf. So, ja. Ich kriege Drehbücher, ich lehne sie ab, ich nehme sie an. Aber wann hast du angefangen, Filme zu drehen? Filme habe ich gedreht schon seit 20 Jahren, Bruder. Ja. Das ist schon hart. 20 Jahre lang hat es gegeben. Ich habe nebenbei Teller gewaschen, Bruder, in Restaurants, war nominiert für den Deutschen Filmpreis, für den größten Preis im Smoking, habe den Preis nicht gewonnen. Bin in die Küche gegangen zu meinem Cousin. Er so, wo kommst du gerade her? Ich sage, Bruder, mein Cousin, der andere Kumpel hat geheiratet von mir. Ich bin gerade im Smoking, deswegen. Er hat gesagt, zieh aus und fang an zu arbeiten. Er weiß aber nicht, dass ich gerade für den größten Preis in Deutschland nominiert war. Krass. Ich wollte keine scheiß Filme drehen für Sat.1 oder so. Ich dachte, ich warte auf den Schuss, so, weißt du? Und habe gesagt, ich muss auch dazu stehen. Das ist wie bei dir. Ich meine, du machst jetzt auch nicht mit Oli P. einen Track oder so. Richtig, ja. Verstehst du, nichts gegen Oli P. und nichts gegen Sat.1. Aber wir haben ein Image und das muss man gehen. Und wenn das nicht geht, dann muss man halt in den Spiegel gucken können. Und das war mir immer sehr wichtig. Krass, respektiere ich auf jeden Fall. Ich bin auch nicht einer, der seinen Text vorher lernt. Ich lerne es von der Autofahrt zum Set. Weil sonst bleibt das nicht frisch, weißt du, was ich meine? Das ist immer sehr wichtig. Was das Geile ist an Musik bei euch, ja, ihr macht einen Track und macht Millionen, Bruder. Wir als Schauspieler müssen kämpfen, bis wir die Millionen geknackt haben, Bruder. Das ist so unfair manchmal, Bruder. Stopp. Wir machen einen Track und machen Millionen. Das hat Xavier Naidoo in den 90ern gemacht. Und Lou Bega. Die Eintagsfliege, wo ist der Typ? Lou Bega in den 90ern gemacht. Egal, der kann mit dem einen Song bestimmt immer noch leben. Ja. Heute ist das nicht mehr so. Nee. Aber der eine Track von dir, der ist gut viral gegangen. Der ist gut, ja, nicht nur der. Ich habe auf jeden Fall viel erfolgreiche Musik gemacht. Ja, ich will mich gar nicht beklagen, aber man glaubt immer, es ist alles sofort im Millionenbereich, wenn man ein bisschen Erfolg hat. Aber so, es ist auch nicht mehr. Weißt du, was ich nicht bei Musikern verstehe? Erstmal rappt man das, was man will, das verstehe ich. Ja? Mhm. Aber irgendwann mal muss man für die Masse einen Song machen. Man muss gar nichts. Ne? Meinst du nicht? Man entscheidet sich um dafür. Geld zu machen? Man entscheidet sich dafür. Weißt du was? Ich glaube, so einen Ohrwurm zu kreieren, das ist doch ganz einfach, denke ich mir. Was die Masse so. Es ist einfach, einen guten Film zu machen. Ja, es ist leicht, einen guten Film zu machen. Aber hat man Bock auf diesen guten Film, diese Romantik? Wenn es so einfach wäre, warum gibt es dann nicht nur gute Filme? Weil die meisten keine Eier haben, Bruder, in Deutschland. Mhm. Die haben nicht diese Eier, Bruder, zu sagen, lass uns mal. 4 Blocks ist ein Sender, der aus Amerika kommt. Okay. Und die haben gesagt, wir wollen die Sicht der Familie zeigen und nicht die Sicht der Polizei, wie es am Anfang geplant war. Mhm. Das hätte kein ZDF-Sender gemacht oder RTL. Es ist aber auch von der Machart trotzdem sehr, sehr qualitativ. Ja. Und das, was ich meinte eben, oder was du gemeint hast, so mit der Masse. Ne? Man kann immer sowohl in der Musik als auch im Film Massentauglichkeit und Authentizität. Authentizität vereinen. Aber das ist ein schwerer Kniff, den kriegt nicht jeder. Oder solange eine Sache nicht authentisch ist, ne, wird das niemals richtigen Erfolg haben. Ja. Deswegen ist das immer sehr wichtig, dass eine Sache authentisch bleibt. Ja, schön, Mann, ist schön bei dir hier. So ein bisschen alles anders, wenn man weiß, wie man angefangen hat und dann, weißt du? Ja, klar. Das ist ein sehr großes Privileg auf jeden Fall. Ein sehr großer Segen. Ja, das ist geil. Ich war jetzt ab und zu mal in Studios, da wird immer geraucht, ne? Nein. Nee? Gibt's so richtige Spießer? Geht, ja, ja. Kannst du bitte auf den Balkon gehen? Ja, ja. Ja, okay. Eins davon ist unser eigenes in Berlin. Und machst du es dann? Ja, ich bemühe mich. Ich will ja da als Vorbild auftreten. Okay, und da bemühe ich mich immer, bis zu einem gewissen Pegel auf den Balkon zu gehen. Verstehe ich. Ich hab letztens ein Zitat von dir gelesen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig sage, aber da habe ich gedacht, es könnte von mir sein. Es ging ungefähr so, wer nach oben kommen will, muss groß denken. Ja klar, Bruder.
offiziell. Mohammed Ali Clay hatte mal gesagt, er ist der Größte. Ob du das danach bist, das ist eine andere Frage. Mhm. Aber eine große Fresse zu haben und dann Leistung zu bringen, das fickt die ganzen Menschen und dann bist du, das ist das Geilste auf der Welt. Weißt. In Deutschland hast du echt ein Problem zu sagen, du bist der Beste. So. In Italien, in Amerika, wenn du sagst, du bist der Beste, die Leute lieben dich dafür. Ja. In Deutschland, Bruder, kriegst du einen Shitstorm, wenn du sagst, ich bin der beste Schauspieler. Du bist nicht bodenständig. Ja, warum so machst du das? Warum bist du so arrogant? Genau, und in der, das ist halt so ein Gönn- und so ein Neid-Ding, was, was die deutsche Disziplin von sich gibt. Aber war diese Einstellung schon immer vertreten bei dir oder kamen die erst irgendwann rein mit der Zeit, als das alles professioneller wurde? Was das Berufliche angeht, dachte ich mir, ich kann nicht der normale Schauspieler sein. Ich brauche irgendein Image von dem Selbstbewusstsein zu sagen, ich will stark sein, ich habe jetzt eine große Fresse und ich muss aber auch scheiße Leistung bringen. Und ich habe über 100 Filme gemacht. Ich habe nicht eine schlechte Kritik bekommen für einen Film. Oder? Mhm. Ich habe 20 Mal den Gangster gespielt, aber ich habe den 20 Mal anders gespielt. Ich habe 20 Mal ein anderes Tor geschossen. Ja. Und das musst du erst mal zeigen. Ja. Und wenn es jetzt irgendeinen Gangster zu besetzen gibt, rufen die als erstes bei mir an. Ja. Aber ich will erst mal keinen Gangster mehr in Deutschland spielen. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, um mit dir noch über einen unschönes, aber gleichzeitig sehr wichtiges und gerade auch sehr relevantes Thema zu reden, was, glaube ich, auch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, viel mit deinem Leben zu tun hat, das ist das Thema Krieg. Ja. Weil, ich weiß, du bist in Beirut geboren. Ja. Und ihr seid politisch verfolgte Leute dort gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, sie waren vor Krieg geflüchtet nach Deutschland. Ja. Also ich bin 76 geboren, 77 nach Deutschland gekommen mit 3 Monaten. Erstmal so Standard, Asylantenheim etc. Also ich habe den Krieg gar nicht richtig mitbekommen. Du hast gar keine Erinnerung. Und was das Gute war, Bruder, diese Social-Media-Scheiße gab es früher nicht. Ja? Also wir Flüchtlinge von damals haben das gar nicht so mitbekommen, was die Flüchtlinge jetzt so alles miterleben wegen diesem ganzen Social Media, weil jeder ist ein Rambo auf der Tastatur, weißt du? Ja. Und ich hatte früher das Gefühl, ich bin ein glückliches Kind, ja. Und wir waren nicht reich, wir hatten gar nichts so, aber wir hatten immer ein warmes Essen. Meine Mutter hat immer gekocht. Wir haben gelacht zu Hause, es war alles super. Der Vater kam von der Arbeit. Ob er schlecht gelaunt war, haben wir nie mitbekommen oder so. Mhm. Aber das Schöne ist irgendwie, dass wir nie diesen Hass gespürt haben. Ja, und schnell Asylrecht bekommen haben und dann irgendwann mein Vater selbstständig wurde und irgendwann mit der Zeit hast du mitbekommen, dass mein Vater nicht mehr zurückgehen kann in sein Land, wo er groß geworden war. Und das hast du peu à peu mitbekommen. Es war dann halt so traurig, weil er wollte nicht hier bleiben. Er hat am Ende zu mir gesagt, mein Sohn, wir haben mit allem gerechnet, wo wir nach Deutschland gekommen sind, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass wir in diesem Land sterben werden. Oh. Und das war hart. Und da habe ich erst gemerkt, Alter, das ist hart. Das ist krass. Aber Bruder, ich danke Gott dafür. Ich sage das jedes Mal. Ja. Ich bin so dankbar, dass ich in diesem Land aufgewachsen bin und meine Träume verwirklichen kann. Ich hätte das nicht in einem anderen Land, glaube ich, so schnell geschafft wie in diesem Land und beziehungsweise Berlin. So. Hast du dich dann hier auch irgendwie immer willkommen und zu Hause gefühlt? Ich habe nie diesen Hass gespürt, Bruder. Nie diesen Hass. Irgendwann war 11. September so. Da habe ich mal ab und zu gemerkt, da war ich noch sehr jung, wie die in der U-Bahn geguckt haben oder so. Aber es kam nie ein direkter Spot auf mich zu. Oder so, weißt du? Und na klar hast du jetzt immer so irgendwelche Idioten, die so scheiß Sätze sagen, aber die nehme ich nicht ernst. Ich kann gut argumentieren und deswegen ist das alles für mich. Jetzt die Flüchtlinge haben da klar Riesenprobleme, so, wegen diesem ganzen Shitstorm, wegen komischen Parteien, die wir in Deutschland haben. Ja. Und, wo ich den Namen nicht nennen will. Du, das ist ein ganz großes Problem auch. Wie erziehst du deine Kinder, wenn du selber 10 Jahre im Asylantenheim warst, wo mein Vater zu mir gesagt hat, ich sag jetzt zu meinen Kindern, komm, wir gehen mal in KDW Schuhe kaufen. Mein Vater hat zu mir damals gesagt, komm, wir gehen mal zum Roten Kreuz, wir gucken mal, was die für Schuhe haben, Bruder. Dann musst du denen erstmal erklären, Alter, diese Schuhe kosten 300 Euro und du willst sie nicht tragen. Streitest du dich mit deinem Sohn, mit deiner Tochter? Ja, und dann sagst du denen, ey, es gibt Menschen, die haben nicht mal Socken. Ja. Die frieren im Winter. Ja. Es ist ein fucking Luxus, was du da gerade hast. Ja. Weißt du? Aber es ist dann auch irgendwie gut, seinen Kindern sowas mitgeben zu können. Na klar, Bruder. Deswegen, es ist schwer, ja, jetzt anders umzugehen, weil man die Relation verloren hat. Aber es ist auch sehr, sehr traurig, dass manchmal du weißt, dass es Kinder gibt, die es nicht so gut geht. Auf jeden Fall. Ja. Das muss man denen halt erklären. Du bist ja auch nicht in ein super Verhältnis aufgewachsen. Man verliert die Relation. So, du kommst in ein Business rein, ja, wo du am Anfang irgendwie Tellerwäscher warst und auf einmal
jeder zweite Idiot klopft dir auf die Schulter und davon ist 80% fake. Aber weißt du, was ich glaube? Es ist wichtig, dass man Teller gewaschen hat. Bruder, 100%. Jeden Teller, den ich gewaschen habe, spiele ich in meiner Szene mit, Bruder. Ja, und den wirst du auch nicht vergessen. Genau. Wenn Erfolg kommt, wenn Geld auf kommt, jeden Fall. Dann wirst du die Teller nicht vergessen. Ne? Auf jeden Fall, Bruder. Es erdet ein. Wenn ich jetzt zu Hause Brot habe oder Essen, bevor ich nicht das Essen zu Ende esse, schmeiße ich das nicht weg, Bruder. Das ist so ein Tick bei mir im Kopf. Kenn ich, ja. Das ist ohne Scheiß. Das gehört, meine Kinder verstehen das nicht so. Ja. Die sind halt anders aufgewachsen, Bruder. Ja. Jeder eigenes Zimmer, PlayStation 5 kommt raus, gib ihm. Das kommt raus, gib ihm. Was willst du machen, Bruder? Du musst ihn glücklich machen. Und dann ist auch aber diese Ambivalenz finden, um den zu sagen, wie das Leben funktioniert. Wir haben heute über viel gesprochen. Die Frage ist, wenn ich mich nachher da hinsetzen muss und einen Song machen, ja, was würdest du sagen, muss darin vorkommen? Ich kann über mich selber gut lachen. Ja. Also tu dir keinen Zwang an, wenn du mal was anderes schreiben willst, was du gerade sagen willst. Oder du kannst meine Nase beleidigen. Haben wir in der Grundschule haben sie es immer gemacht. Du kannst machen, was du willst. Bruder. Ich bin, was Kunst angeht, gebe ich jedem seine Freiheit. Und jeder darf was machen, was er will. So, ich vertraue dir. Einfach mal die junge Generation werkeln lassen. Das ist sehr cool. Es hat diesen alten Vibe, aber ist trotzdem modern. Ja, genau. Weißt du, als würde es jemand im Nebenraum spielen. So. Ich lass mal die Melodie schon dazu laufen. Das könnte Anfang von einer Four Blocks-Episode sein. Locker. Du hattest vorhin auch noch eine geile Line, die du einspielen wolltest, oder? Ja, was drunter kam. Ja, lass sie mal probieren. Jetzt müsste nur noch der Schauspieler mitrappen. 808 Twins. Du hast deinen B-Tech auch schon reingemacht, ne? Zur Sicherheit. Der ist immer drin, direkt Anfang schon. Sehr gut. Nicht, dass es vergessen wird. Marketing. Hey. Ich würde sagen, ich hole mal Kida rein. Ich bin gespannt, was du sagst. Wir haben versucht, so viel Verbindung zu dir wie möglich aufzubauen. Grundgerüst steht jetzt so ein bisschen. Das Grundgerüst steht. Hörst du mal an. Jetzt kommt die Einbauküche. Ja. Aber es ist kein Ikea, Bruder. 808 Twins. Ich sehe direkt so Bilder vor meinen Augen, weißt du? Ich glaube, das könnte gut passen. Sehr gut gemacht, Jungs. Hauser, ich schwöre dir, es war mir ein Fest mit dir. Wenn ich fertig bin, rufe ich dich an. Und dann hast du einen fertigen Song und dann schickst du mich zu einem Casting. Nee, Bruder, du wirst nicht casten. Direkt besetzen. Direkt. Hauptrolle, Bruder. Du rufst mich an, ne? Ich bin gespannt, Hauser. Ich rufe dich auf jeden Fall an. Guter Mann, Alter. Hauser ist echt ein korrekter Mann. Ich hatte immer, wenn ich einen Rapper kennenlerne, so ein paar Vorurteile, obwohl ich die Musik liebe. Aber wenn ich den Mensch dann so kennenlerne, innerhalb von 10 Minuten weiß, wie er tickt. Und dieser Typ tickt cool, richtig und ehrlich. Und hat so eine warme Seite wie ich, obwohl wir sehr explosiv sind. Ja? Deswegen ist das für mich ein realer Typ, Alter. Wir haben Nummern ausgetauscht, bleiben jetzt Freunde. Wir werden jetzt Freunde, glaube ich. Das ist doch schön. Ich habe einen neuen Freund. Ich wusste, dass er ein angenehmer Typ ist, aber im Ablauf, wie alles hier funktioniert hat, war sehr natürlich. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein nervöser Mensch, aber ich war heute am Anfang des Tages ein bisschen nervös. Für mich war es interessant zu sehen, dass wir, obwohl wir aus zwei verschiedenen Branchen arbeiten, trotzdem gewisse Parallelen haben, die ich auch ein bisschen bei ihm rausfinden wollte und dann auch rausgefunden habe am Ende des Tages, die uns beide irgendwie verbinden und wo wir uns beide auch irgendwie getroffen haben in der Mitte. Natürlich will ich auch was einfließen lassen von seinen Rollen, von seinen bekanntesten Rollen. Auch diese ganzen Four Blocks Vibe haben wir ein bisschen im Beat integriert. Aber ich glaube, es wird insgesamt ein bisschen tiefer als das. Wer kommt in den Raum mit Rolex und Adidas? Kippe in der Hand, Optik wie ein Drogendealer. Damals Tellerwäscher, heute sind die Scheine lila. Aus Berlin-Kreuzberg, one and only Kida.
ich habe mir voll viel Gedanken gemacht, was ich da jetzt so reinbaue. Was ich da jetzt reinbaue. Bin ich hab dadurch, dass der Beat auch so ein bisschen hip-hopisch ist, habe ich gedacht, ich mache jetzt irgendwie keine ernsten Themen auf, sondern mache einfach einen Representer für ein Representer für Kida. Digga, danke. Können wir rein? Ja. Okay, lazy. Oh shit! Krass. Kurz und knackig. Ah. Ja, 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 ja. 808 Twins. Oh. Er kommt in den Raum mit Rolex und Adidas. Kippe in der Hand, Optik wie ein Drogendealer. Damals der Becher, heute sind die Scheine lila. Aus Berlin-Kreuzberg, one and only Kida. Er kommt in den Raum mit Rolex und Adidas. Kippe in der Hand, Optik wie ein Drogendealer. Damals der Becher, heute sind die Scheine lila. Aus Berlin-Kreuzberg, one and only Kida. Sag nicht, klingt wie ein Mädchenname. Siehst du nicht die ausgeprägte Männernase? Filmbranche, Chefetage, bester Schauspieler auf der Berlinale. Er kam damals vom Elb nach Berlin. Jahrelang gehasselt, um Monate zu verdienen. Es braucht viel Eier, um jeden Tag zu spielen und nebenbei noch ganze 6 Kinder großzuziehen. Von nix kommt nix, denke immer groß. Stressbedingt braucht er locker 60 Mal bewusst. Frag die Leute, jeder redet von 4 Blocks, aber ohne ihn wäre die ganze Serie gefloppt. Er kommt in den Raum mit Rolex und Adidas. Aus Berlin-Kreuzberg, one and only Kida. Ich hab Gänsehaut, Bruder. Weißt du, was krass ist, Bruder? Ich fühle mich gerade so geehrt, Digga. Ich hab so viel Gutes bekommen, so von der Kunst her. So Preise, Anerkennung. Der Bundespräsident hat mich eingeladen. Der Staatspräsident im Libanon hat mich angerufen. Aber Bruder, das ist was ganz anderes, Bruder. Das ist so, Digga. Freut mich sehr. Danke dir. Freut mich, dass dir gefällt. Ich schwöre dir, es ist so Gänsehaut. Jetzt hast du deinen eigenen Soundtrack. Bruder. Jetzt eigentlich, immer wenn du irgendwo reinkommst, muss der Song im Hintergrund laufen. Bruder, vor allem von dir, Bruder. Es ist so geil, es ist echt so geil. Freut mich sehr, dass dir gefällt. Die Jungs haben einen geilen Beat gebaut. Ja, Mann. Ich finde, es passt alles zusammen jetzt. Bruder, jetzt muss ich ein Drehbuch für dich schreiben. Jawoll! Jetzt wird's umgedreht, Bruder. Jetzt muss ich eine Rolle kriegen, Alter. Jetzt krieg ich die Rolle. Jetzt wird's umgedreht, Bruder. Ich stehe in deiner Schuld. Ohne Scheiß. Wo Amazon mich angefragt hat, dachte ich mir, okay, was soll das werden sein? Aber jetzt danke ich Amazon dafür und dir ganz, ganz doll, ohne Scheiß. Beste Mann, Bowser, Wallah. Wer kommt in den Raum mit Rolex und Adidas? Kippe in der Hand, Optik wie ein Drogendealer. Damals Tellerwäscher, heute sind die Scheine lila. Das war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass wir uns wirklich länger unterhalten haben, ein bisschen mehr ausgetauscht haben und uns richtig kennengelernt haben. Und ich bin sehr, sehr positiv überrascht von dir als Mensch. Weil, obwohl wir aus ganz anderen Ecken kommen und aus anderen Branchen, haben wir irgendwie trotzdem unsere Parallelen gefunden. Was mich sehr gefreut hat auch. Was es mir auch sehr leicht gemacht hat, am Ende diesen Song zu schreiben. Und dadurch, dass ich dich ernst nehme als Mensch und das meine Projekte ernst nehmen, war es natürlich für mich eine große Herausforderung. Diese Herzlichkeit war auf jeden Fall so der für mich der Türöffner so zu diesem Song. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal mir sagen müsste, ey, Kida, du musst jetzt mit Bowser einen Tag dich unterhalten und danach spielst du ihn vor oder präsentierst ihn auf der Bühne, wenn ich diesen Menschen nicht mag, dann würde ich sagen, ja, Jungs, ich mach das nicht, weißt du? Was ja auch locker hätte passieren können, ne? Ja klar, Bruder, und das meine ich ja, dass dieses Format eigentlich geil ist, so, weißt du? Du hast ja ein bisschen mitgekriegt, du hast mich vor ein paar Tagen gefragt, wie ist der Song? Und ich musste dann ehrlich zugeben, es gibt noch keinen Song. Weißt du, was ich gehofft habe? Ich sag, ey, ich schreib jetzt mal Bowser, vielleicht schickt er mir den schon vorab so. Und dann Bruder, hab ich gesagt, er ist wie ich, Alter. Ich frage ihm, ob er schon was machen soll. Sein Bruder hat noch nie gesagt, er arbeitet wie wir. Ich hab dir ein Bild von meinem weißen Blatt geschickt. Genau, mit einem Stift. Vor dem ich saß. So ein leeres Blatt mit Stift. Und aber ich arbeite eigentlich immer so auf den letzten Drücker. Weil ich auch ein bisschen diesen Druck brauche, dann, wenn ich weiß, jetzt langsam... Man hat eine Deadline, genau. Und die will man dann auch nicht brechen. Langsam wird es Zeit. Und dann sagt man hier, bitteschön. Und dann kommt nochmal so eine spezielle Extra-Motivation, genau, ins Spiel. Ich hatte Gänsehaut, ich schwöre dir, ich hatte Gänsehaut. Ein Mensch, der mich nicht privat kennt, hat es sofort getroffen. Ich meine, das muss man erstmal schaffen. So. Und das in dieser kurzen Zeit so, schön, einfach schön. Der braucht noch einen Namen. One and only Kida. One and only Kida. Es war in den letzten Monaten einer meiner schönsten Projekte, die ich gemacht habe, weil es ging absolut um mich und ich war echt sprachlos, wo ich das gehört habe. Ich bin mal gespannt auf die nächste Paarung, so, weißt du? Ja,
Ich glaube, es wird nicht so ein reales Ding so. Ich bin auch sehr gespannt, wie das toppen also dieser Opener, dieser Opener zu toppen, Bruder, da braucht er echt so ein bisschen Eier oder Eierstöcke. Also ich sag mal so, wenn du irgendwann auftauchst auf einem Festival oder auf einer Show von mir und mir rechtzeitig genug Bescheid sagst, dass du kommst, dann spiele ich dir den noch live. Gar kein Thema. Aber du musst dann auch auf die Bühne kommen und einen Cribwalk machen oder so. Oder ich mach eine fette Kinopremiere, ich lasse dich einladen, einfliegen, die bezahlen alles und du machst es vor der ganzen Filmpremiere. Sehr gerne. Wir finden da bestimmt einen Moment, was witzig ist und was gut ist. Ich bin bei allem dabei. Wer kommt in den Raum mit Rolex und Adidas? Kippe in der Hand, Optik wie ein Drogendealer. Damals Tellerwäscher, heute sind die Scheine lila. Aus Berlin-Kreuzberg, one and only Kida. Sag nicht, klingt wie ein Mädchenname. Siehst du nicht die ausgeprägte Männernase? Filmbranche, Chefetage, bester Schauspieler auf der Berlinale. Er kam damals von Beirut nach Berlin. Jahrelang gehasselt, um Moneten zu verdienen. Es braucht viel Eier, um jeden Tag zu spielen und nebenbei noch ganze 6 Kinder großzuziehen. Von nix kommt nix, denke immer groß. Stressbedingt braucht er locker 60 Mal Büros. Frag die Leute, jeder redet von 4 Blocks, aber ohne ihn wär die ganze Serie gefloppt. Wer kommt in den Raum mit Rolex und Adidas? Kippe in der Hand, Optik wie ein Drogendealer. Damals Tellerwäscher, heute sind die Scheine lila. Aus Berlin-Kreuzberg, one and only Kida. Wer kommt in den Raum mit Rolex und Adidas? Irgendwann mit Oscar in der Hand, ich wünsche ihm das. Damals Tellerwäscher, heute Schauspieler. Aus Berlin-Kreuzberg, one and only Kida. Bauder, 808 Twins, Kida Raunde. Let's go.